Platz 1. Ein Porsche-Fahrer hat sich den neuen 911 Turbo gekauft. Bei der Probefahrt steigt er voll aufs Gas und rast vor einen Baum. Blackout. Auf der Intensivstation liegt ein Schwarzer neben ihm. Als der Porsche-Fahrer aufwacht, lächelt er selig, Mann, geht die Karre ab. Einmal draufgetreten und schon in Afrika. Platz 2. Ein Buschauffeur steht ratlos vor einer Unterführung. Nur um wenige Millimeter ist sein Vehikel zu hoch. Da kommt ein Passant vorbei und rät den Busfahrer, sie müssen nur etwas Luft aus den Reifen lassen, dann kommen sie problemlos durch die Unterführung. Grummelt der Chauffeur, von wegen, sie Klugscheißer, mir fehlen die Millimeter oben, nicht unten. Platz 3. An einer Ampel hält hinter einem Auto ein Motorradfahrer. Nach wenigen Sekunden fällt der Motorradfahrer einfach um. Der Autofahrer steigt aus und hilft, das Motorrad wieder aufzurichten. Dieses Spielchen wiederholt sich nun einige Ampeln lang, bis der Autofahrer fragt, sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen los? Warum kippen Sie an jeder Ampel um? Der Motorradfahrer ganz entgeistert, ach, ich weiß auch nicht, meine Frau hat sich scheiden lassen. Was hat das denn damit zu tun? Sie hat den Beiwagen bekommen. Platz 4. Drei Kraftfahrer schrieben an ihre Frauen je eine Karte. Alle drei schrieben den gleichen Text, wenn ich ein Vöglein wär, flöge ich zu dir, da ich kein Vöglein bin, vögel ich hier. Die erste Frau antwortet, deine Karte erhalten, mein Dank sei dein. Du bist kein Mann, du bist ein Schwein. Die zweite Frau antwortet, deine Karte erhalten, glaube kein Wort. Du konntest kaum hier, geschweige denn dort. Die dritte Frau antwortet, da du kein Vöglein bist, sondern ein Wanderer, sorge dich nicht, mich vögelt ein anderer. Platz 5. Professor zum Studenten, fährt eine Straßenbahn eigentlich mit Gleich- oder mit Wechselstrom? Student, mit Wechselstrom. Professor, aber müsste die dann nicht immer hin und her fahren? Student, aber das tut die doch.